Beard Bro TV, der kleinste Stern am YouTube-Horizont, aber wenigstens ist es ein Stern, wird in der Instagram-Story von Unique Official und Nazar erwähnt. Wie ihr sicher mitbekommen habt, habe ich ja vor einiger Zeit das Debütalbum von Unique auf meinem Kanal gefeatured. Und war im gleichen Zuge auch mit dem Cobra Militär Instagram-Account, also ihren dicksten Supportern und ich glaube sogar Familienmembern, in Kontakt. Durch diese Mädels wiederum wurde mein Video persönlich an Unique weitergetragen, welche sich's angeschaut hat und darauf auf ihrem Instagram persönlich reagiert hat. Und das Ganze sah so aus. Die Cobra, Alter. He's teaching this at his Mixed Martial Arts Academy. How to throw the Cobra. Ich will dieses Album endlich hören. Ach ja, bevor wir uns das Album abgeben, muss ich euch unbedingt was zeigen. Guckt euch mal bitte dieses Profilbild auf Spotify an. Damn, Alter, ist diese Frau hot oder was? Ich solche Stories schreiben kann. Und ich gehe sogar noch weiter. Sie ist das perfekte Beispiel, dass man es auch als Frau im Rap-Game schaffen kann. Und die ganze Szene zerf***t. Ich musste natürlich erstmal lachen, dass ich genau diese Szene mit dem Spotify-Bild nehmen musste. Da stand ich dann erstmal schön wie so ein notgeiler Sexist da. Nein, also an der Stelle möchte ich erstmal Cobra Militär danken dafür, dass er euch so viel Zeit genommen hat. Fand ich mega nice, also Riesenkonversation gehabt. Und dann natürlich der Support, dass das überhaupt an Unique rangekommen ist. Und natürlich der Königin, der Cobra. The Boss of the Gang. Unique, vielen Dank. Und jetzt finde ich dich noch heißer. Und noch heftiger fand ich die Reaktion von Nazar, als ich meine allererste Ausgabe Musik der Woche auf YouTube gebracht habe und er folgendermaßen darauf geantwortet hat. Ich küsse eure Augen, vielen lieben Dank, Familie. Ich kämpfe noch bis heute in der Brust, denn die Vergangenheit ertränkte meine Träume in Blut. Ich war zu manchen Freunden nicht gut, denn in mir drinnen, Bruder, schäumte die Wut. Was für ein Wechsel und das zweimal hintereinander. Schau, hier springen wir noch. Wir springen mal noch ein bisschen bis zum Ende und guckt euch mal bitte diese Box an. Das Design von dieser Box. Yeah! Yeah! Freunde, 15.06. Check den Bro up auf YouTube. Termin und das Ding werden wir uns. Danke für deine Worte. Reinziehen müssen. Yeah. Natürlich habe ich mich dann nochmal persönlich bei ihm bedankt und seine Reaktion darauf war einfach mega groß, meine Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich gibt es nichts Größeres als euren Support, also den Support der Zuschauer. Aber wenn ich dann sogar noch Support von den Künstlern selbst bekomme, welche ich in meinen Videos feature, ist es am Ende völlig egal, wie lange ich für dieses Video schon wieder gebraucht habe, weil man wieder mal sieht, wofür man das Ganze macht. Und da macht man es nicht nur gern, sondern fängt auch an, den Shit zu lieben, den man macht. So. Und das ist es mir auch wert, teilweise einen ganzen Vormittag an so einem Konzept zu sitzen, mittags und nachmittags aufzunehmen und zu schneiden und abends erst das Video hochzuladen und sehr oft auch 4, 5, 6 Mal hochladen zu müssen, weil ich es immer wieder runternehmen muss, weil es gesperrt wird wegen irgendwelchen Copyright, automatischen Strikes, das wieder überarbeiten muss und wieder ein bisschen neu schneiden muss und wieder versuche hochzuladen und einfach nicht aufgebe, bis dieses Video endlich online ist, weil ich glaube, es ist ein nices Video. Und dann kommt es endlich online. Und es sind selten weniger als 10 Stunden, die ich daran den ganzen Tag gearbeitet habe. So. Und dann ist es das Größte für mich, wenn das Ganze einfach nur wertgeschätzt wird. Mehr kann ich mir echt nicht wünschen, Leute.